Guten Abend, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Talk am Mittwoch aus einem neuen Studio. Wir sind bei Delta Veranstaltungstechnik. Vielen Dank für die Unterstützung. Und heute darf ich Herrn Dr. Benedikt Döhler, Referent für Soziales, Jugend und Kultur der Stadt Fürth, und Martina Kaiser, Sozialpädagogin im Amt für Kinder, Jugendliche und Familien begrüßen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wir sprechen heute aktuell über die Flüchtlingssituation in Fürth und die damit verbundenen Herausforderungen. Es hat uns alle wie einen Schock, ohne Worte getroffen. Den 24.02. wird sich wahrscheinlich noch länger sehr viele Leute merken können, und natürlich die Stadt Fürth steht vor großen Herausforderungen. Und jetzt möchte ich gern den Herrn Döhler mit ins Bild nehmen. Hallo, guten Abend. Schön, dass Hallo. Sie Zeit gefunden haben. Es war relativ spontan und kurzfristig. Und Sie sind letztes Jahr im Juli, wenn ich richtig bin, Leiter des Referats 4 geworden, also der Stadt Fürth. Vielleicht möchten Sie sich selber mal ganz kurz den Zuschauern vorstellen. Ja, gerne. Vielen Dank, Frau Wenning. Ja, im Juli gewählt worden im Fürther Stadtrat, und dann das Amt habe ich angetreten im September letzten Jahres, Mitte September. Zwischen der Wahl und dem Amtsantritt lagen dann eben noch 2 Monate, und damit bin ich dann Elisabeth Reichert nachgefolgt, die ja das über mehr als 10 Jahre ausgeübt hat, dieses Amt. Ja, ich mache das Ganze jetzt ein halbes Jahr, und jetzt die Herausforderung, von der Sie gesprochen haben, kommt jetzt mit dazu. Und ja, zu mir selbst: Ich bin 38 Jahre alt, verheiratet, wohne in der Fürther Südstadt, habe eine kleine Tochter, wir haben eine kleine Tochter, ist 10 Monate alt. Und vor meiner Zeit, in der ich jetzt in diesem Amt wirken darf, war ich Mittelschullehrer, habe an der Universität Erlangen-Nürnberg promoviert im Fach Didaktik des Deutschen als Zweitsprache, und ja, war im Fürther Stadtrat seit 2014 eben mit den politischen Schwerpunkten, die ich heute auch in dem Amt ausfüllen darf: Soziales, Jugend und Kultur. Wunderbar, danke schon mal hierfür. So, jetzt hat sich wahrscheinlich Ihr Arbeitsgebiet und die Arbeitszeiten seit dem 24.02. etwas verändert. Was ist denn hinzugekommen? Ja, die Arbeitszeiten haben sich auf jeden Fall verändert. So eine Situation, ja, auf die kann man sich nicht vorbereiten. Die sprengt auch jegliche Art von Verwaltungsalltag, der zwar vorgegeben ist entlang von Sitzungen und Bürozeiten, aber natürlich hört die Arbeit dann daheim nicht auf. Dazu gekommen, ja, Bereich Asyl, die Unterbringung von Asylbewerbern, sofern sie eben bei der Stadt Fürth untergebracht sind, in eigenen Liegenschaften. Das ist ein Bereich des Sozialamtes. Den gab es also schon immer. Auch die Asylbewerberleistungen haben wir ausbezahlt. Aber können sich natürlich vorstellen, wenn jetzt so viele hunderte Menschen mehr in Fürth sind, die dann alle Asylbewerberleistungen in Anspruch nehmen, verändert sich natürlich auch das Aufgabengebiet einfach im Volumen und in der Quantität, und natürlich dann in der Qualität, wenn es darum geht, dass wir die Menschen unterbringen müssen. Ja, also das hat sich sehr stark verändert, und nachdem es ja 3 Bereiche sind, für die ich zuständig bin, ist klar, dass jetzt in den letzten Wochen aufgrund der Situation eher der Bereich Soziales und Asylpolitik, wenn man es darunter fassen will, im Vordergrund stand, also die Sozialpolitik, und in Teilen die Politik für Jugendliche und Jugendhilfe, wird Frau Kaiser ja noch was dazu sagen, aber der Bereich der Kultur natürlich jetzt nicht in der Form gleichwertig ausgefüllt werden konnte. Ja, das muss man auch betonen, die Ämter laufen weiter. Das heißt nicht, dass jetzt alles stehen und liegen gelassen werden kann. Das heißt, es ist mehr Verantwortung, noch mehr Aufgabenfelder jetzt zu bewältigen. Jetzt die Frage: Wie konnte sich denn die Stadt Fürth auf die zu erwartenden Flüchtlinge überhaupt vorbereiten? Also man hat ja mitgekriegt, okay, am 24.02. ist der Krieg ausgebrochen, und es war klar, es werden Flüchtende kommen. Wie bereitet sich die Stadt, oder wie kann man sich auf sowas vorbereiten? Ja, also
Wir hatten ein gewisses Zeitfenster ab dem Zeitpunkt, ab dem klar war, dass Menschen die Ukraine verlassen und in Richtung Europa ziehen. Da wurde ja auch gesagt, dass die dann zu Verwandten und Bekannten nach Deutschland unter anderem auch kommen, aber gegebenenfalls auch von staatlicher Seite untergebracht werden müssen. Und da nach so einer Woche oder 1,5 Wochen, in denen nicht ganz klar war, in welchen, ob die Kommunen sich selbst darum kümmern oder ob das alles staatlich gelenkt wird, ja, greifen jetzt seitdem die Regelungen zum Katastrophenschutz und der jetzt erweitert worden ist von Corona, ist ja immer noch ein Katastrophenfall, eben auch auf diese Flüchtlingssituation. Und damit ja, haben die Vorbereitungen in dem Sinn begonnen. Und man kann sich vorbereiten, man kann zumindest, oder das haben wir auch gemacht, wir haben damit angefangen, diese Unterkünfte einzurichten. Wir haben die Turnhallen ausgewählt nach einem bestimmten System. Wir haben in Fürth dann uns bemüht um Räumlichkeiten, in denen wir die Flüchtenden unterbringen können. Da war unter anderem dieses Hostel. Am 10. März kam da die Genehmigung der Regierung von Mittelfranken, dass wir es anmieten können. Ja, also wir haben vor allem in den Räumlichkeiten kann man sich vorbereiten. Und da ist es aber nicht so, dass jetzt jede Stadt für sich selbst entscheidet, ich möchte jetzt 1000 Plätze oder 500 schaffen, sondern da gibt es dann eine Liste, beziehungsweise eine prozentuale Vorgabe entlang der Bevölkerungszahl, und die legt eben fest, eine Stadt wie Fürth muss ein bestimmtes Kontingent an Plätzen schaffen und muss eine bestimmte Quote erfüllen, und die liegt eben in Fürth bei 500 Plätzen. Jetzt gibt es verschiedene Kategorien von Plätzen, brauchen wir jetzt gar nicht so stark vertiefen. Also wir müssen 500 Menschen in einem gewissen Szenario unterbringen. Das ist das Szenario 50.000. Das heißt, wenn 50.000 Menschen nach Bayern kommen, muss Fürth 500 unterbringen. Im Szenario 100.000, das gilt auch immer noch, müssten es 1.000 sein. Und das sind eben diese Leitplanken, in denen sich dann eine Stadtverwaltung bewegt. Insofern, darauf konnten wir uns, ja, sag ich mal, strategisch und teilweise theoretisch vorbereiten, aber es ist natürlich immer noch was anderes, wenn dann die Menschen tatsächlich da sind. Das heißt, es kann sich ja dann auch verändern, wenn die Regierung sagt, also scheinbar, wir gehen davon aus, es kommen 100.000. Kriegen Sie dann morgen Bescheid oder am Tag Bescheid? Jetzt sind es nicht mehr 500, sondern jetzt sind es 1.000 unterzubringen. Genau. Und dann Und das muss man wäre sich jetzt da. im konkreten Fall genau, ja, dann müssen wir weitermachen. Und im konkreten Fall haben wir dann natürlich kein weiteres Hostel in Fürth, was ja sowieso ein Glücksfall ist, zur Verfügung, sondern dann müsste man natürlich überlegen, welche anderen städtischen Liegenschaften wir eben kurzfristig für Notunterkünfte sperren müssten. Und da würden dann, ja, wie in vielen anderen Kommunen auch, wäre dann natürlich für diese Menge an Menschen und unter immer noch den Corona-Vorgaben, ich meine, das wird sich jetzt ändern, aber da braucht man eben eine gewisse Anzahl an Quadratmetern pro Person, die da drin sein darf. Und da würden dann halt erstmal die Turnhallen in Fürth wieder in Frage kommen, die dann, also die Sperrung weiterer Turnhallen für die Notunterkunft für Flüchtende, das wäre dann der nächste Schritt in diesem Szenario 100.000, ja. Okay, da die Flüchtenden ja frei sich bewegen können, wie kriegt man mit, dass da welche kommen? Also die steigen in den Zug ein in Berlin und stehen dann da am Fürther oder Nürnberger Hauptbahnhof. Wer fängt die denn? Woher weiß man, dass sie überhaupt kommen? Also ich stelle mir vor, die steigen in den Zug ein und dann stehen sie am Nürnberger Hauptbahnhof. Gibt es da Menschen, die dann Ja, also hingehen und die abholen? genau. Also es gibt auch ein, ich sage es schon, Szenario 2000. Das sind eben diese verschiedenen Szenarien. Also tatsächlich ist es so, wenn diese Personen dann sich an bestimmten Hotspots sammeln, gehen wir jetzt mal von Berlin aus, wie Sie gesagt haben. Also in Berlin kommen viele Menschen am Berliner Hauptbahnhof an. Die Stadt Berlin sagt, wir können diese Personen nicht mehr unterbringen, die müssen verteilt werden innerhalb von Deutschland. Dann wird eben in Berlin zum Beispiel so ein Zug bereitgestellt, ein Sonderzug, und der würde dann zum Beispiel 2000 Personen nach Nürnberg bringen. Und dann würden eben in Nürnberg diese Personen, das ist dann die kurzfristige Aufnahme in diesem Szenario 2000, dass eben diese 2000 Personen innerhalb von wenigen Stunden in ganz Mittelfranken verteilt werden müssten. Da haben wir dann auch ein Kontingent von diesen 2000 Personen zu erfüllen, das ist natürlich weniger als 500. Und für die müssen wir auch Plätze freihalten in Fürth. Diese Personen haben sich dann in gewisser Weise ja angemeldet oder registriert, dass sie eben eine Unterkunft in Deutschland brauchen und nicht privat untergebracht werden können. Und das findet eben in diesen Hotspots statt, oder in Dresden ist zum Beispiel auch so einer.
Und dann wird von dort eine Weiterverteilung durch die Bundespolizei in der Regel vorgenommen und durch die Behörden, die dort sind. Man weiß aber dann schon, wie viele Personen und welche Personen das sind, die in diesen Zügen sitzen. Und die werden dann eben weiterverbracht und dann eben nach Nürnberg und dann weiter nach Fürth. Das ist die eine Seite, wie es zentral gesteuert verlaufen kann. Und das andere ist die Seite, Personen kommen aus irgendwelchen Gründen hier in die Region Mittelfranken, wollen sich in Nürnberg, oder das war ja in den vergangenen Wochen auch so, wollen nach Nürnberg und sich dort niederlassen, wollen sich in Nürnberg aufhalten, aus welchem Grund auch immer. Dann mussten die in das Ankerzentrum des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge nach Zirndorf und sich in Zirndorf registrieren und anmelden. Dort sagen, sie haben keine Unterkunft, sie wissen nicht, wo sie unterkommen können. Und das sind dann die Personen, die dort gesammelt werden, bis eine größere Gruppe bereitsteht und dann von Zirndorf mit Bussen zum Beispiel nach Fürth, nach Nürnberg, nach Erlangen, Höchstadt und so weiter gebracht werden. Also das sind die zwei Wege. Einmal diese zentralen Bundeswege, wie jetzt dieses Szenario 2000. Und der andere Weg ist eben der, Personen kommen in diese Region, registrieren sich im Ankerzentrum und werden dort, von dort dann verteilt. Das sind die zwei Wege. Und dann gibt es natürlich noch den dritten und der macht in Fürth zum Beispiel, also in Fürth, ich weiß nicht, in anderen Städten ist es wahrscheinlich auch so, das ist der weit größere Teil, die privat untergekommenen Personen. Also Stand gestern waren es 831 Ukrainer, die in Fürth angemeldet waren. Und ja, wir haben 250 untergebracht in diesen drei Unterkünften, in beiden Turnhallen und im Hostel. Also daran sieht man, dass der weit größere Teil nicht in städtischen Unterkünften und in Notunterkünften untergebracht ist. Ja, das war jetzt meine weitere Frage, wie viele Ja. Menschen denn angekommen sind und wann sind die ersten denn angekommen? Also die sind ja jetzt ungefähr schon 2 Wochen da oder weiß ich jetzt gar Ja, genau. Also, was haben wir heute, den 30.? Ja, so um den 12., 13. rum. Wir hatten am 10. die Genehmigung. Also, man muss sich ja auch diese Unterkünfte genehmigen lassen. Wir konnten das Hostel, obwohl das schon lang spruchreif war, nicht direkt anmieten. Wir mussten auf die Genehmigung der Regierung warten und die kam dann am Donnerstag, dem 10. Und dann, bis alles bereit war, kamen dann Mitte der darauffolgenden Woche die ersten Leute von Zirndorf in dieses Hostel zugewiesen. Also es kann ja niemand einfach so zum Hostel fahren und dann sich dort einquartieren, sondern die werden zugewiesen. Tatsächlich ist uns aber schon bekannt geworden, dass privat untergekommen schon wenige Tage nach Beginn des Krieges in Fürth Personen aufgeschlagen sind, die privat untergekommen sind. Es war dann tatsächlich ein Anruf im Sozialamt. Da ging es jetzt auch weder um Leistungen noch um Unterbringung, sondern da war eben die Frage im Raum gestanden, wie das Kind möglichst schnell in die Schule gehen kann. Das war dann, ich glaube, 5 Tage nach Kriegsbeginn. Also zu dem Zeitpunkt müssen schon Personen in Fürth gewesen sein. Ja, okay. Ich wollte jetzt nochmal auf 2015 zurückkommen auch. Da hatten wir auch schon die Flüchtlingswelle. Da waren es die syrischen Flüchtlinge. Frau Kaiser, die übrigens meine Schwester ist, die duzt sich jetzt einfach mal. Genau, du warst ja für die Flüchtlinge damals auch zuständig. Kannst du mal dich vorstellen und auch erklären, was du da gemacht hast? Ja, gerne. Also ich bin im Bereich Jugendhilfe ja tätig, im Jugendamt. Ich nenne es jetzt einfach so, weil der andere Name ist zu lang. Genau, und ich war damals schon, habe im Jugendamt angefangen. 2011 war da im sogenannten Bezirkssozialdienst und nach meiner Elternzeit war dann eben auch gleichzeitig diese damalige Flüchtlingssituation. Und das Jugendamt ist ja vornehmlich oder hauptsächlich eigentlich für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zuständig. Das heißt, das sind Kinder bis 18 Jahre, die ohne Begleitung kommen. Und damals war es tatsächlich so, dass ganz viele Jungen hauptsächlich auch geschickt wurden, in der Hoffnung, dass einer wenigstens ja, es schafft, bis hierher zu kommen nach Deutschland. Die Geschichten waren auch sehr ja, emotional und aufreibend. Das waren keine leichten Reisen, die die Jungs damals auf sich nehmen mussten. Und das Jugendamt hat die dann vorläufig in Obhut genommen. Und wir haben dann auch damals zwei Häuser aufgemacht, sage ich jetzt mal, Welcome 1 und Welcome 2 in Fürth. Und da waren die dann untergebracht und haben eben sind durch die Jugendhilfe ja, unterstützt und begleitet worden.
Und ja, so war das damals eben. Vielleicht noch dazu zu sagen, also syrische Flüchtlinge, afghanische Flüchtlinge, es waren auch aber einige aus Afrika da. Und es ist auch so, dass schon vor diesen Krisen und auch jetzt gibt es ja auch Kontingentflüchtlinge, auch minderjährige Unbegleitete. Also die betreut das Jugendamt ja auch durchgehend. Genau. Weiterhin. Was genau passiert dann? Da kommt einer vom Amt, also in dem Fall jetzt du, und hilft die zu integrieren, hilft quasi auch wie jetzt auf den Ämtern die Unterlagen ausfüllen und eben dann Praktika suchen Genau, oder also es wer? ist ein bisschen aufgeteilt gewesen. Das Jugendamt selber überprüft natürlich erstmal, ist derjenige minderjährig, kann man das auch glauben? Das ja, manchmal konnte man es auch nicht glauben, dann ist er auch nicht aufgenommen worden. Oft waren ja auch keine Papiere da, es sind dann auch teilweise Untersuchungen gemacht worden, zahnmedizinisch oder Knochen. Also da gab es viele Möglichkeiten. Auch vom Höfner gab es ja damals, haben wir ja die Unterbringung gehabt. Gab es auch Situationen, erst hieß es, er ist begleitet, dann war er doch plötzlich alleine dort. Also da haben viele Hände zusammengewirkt und das Jugendamt hat die Aufgabe, erstmal die in Obhut zu nehmen und auch dann ja, die Vormundschaft zu übernehmen. Und vor Ort in den Häusern, in den Welcome-Häusern, haben dann Sozialpädagogen, Erzieher und so weiter gearbeitet. Die waren dann hauptsächlich zuständig, eben die Jungs auch zu begleiten, zu Ämtern, wie du sagst, auch Asylbewerberantrag und so weiter. Und da lacht und weint mein Auge immer ein bisschen, weil damals gab es nicht alles übersetzt in allen möglichen Sprachen. Es war zum Teil sehr schwierig. Wir haben immer unser Bestes gegeben. Ja, ich freue mich, dass es jetzt gerade anders läuft. Ich hoffe, darf ich jetzt persönlich einfach sagen, dass es auch dabei bleibt. Genau. Ja, und natürlich haben wir versucht, den Jungs erstmal die Sprache beizubringen, auch wiederum in so in die Schule zu integrieren, Willkommensklassen. Und viele Jungs haben sehr schnell Deutsch gelernt, also wirklich hoch motiviert, muss ich jetzt sagen, aus meiner Erfahrung, haben zum Teil auch hervorragende schulische Leistungen in der Berufsschule dann zum Beispiel auch ja, geleistet und haben auch zum Teil dann eben Ausbildungen anfangen können. Und ja, manche auch nicht, muss man auch ehrlich zugeben. Aber so natürlich bei Geflüchteten flüchtet der Querschnitt der Gesellschaft, muss man ganz ehrlich auch sagen. Und die Häuser sind heute aufgelöst. Ja. Das heißt, die sind untergekommen, irgendwo integriert oder. Genau, zum Teil sind die Jungs einfach dann erwachsen geworden, haben sie durch die Ausbildung haben eine eigene Wohnung gefunden. Also dann, das ist natürlich der allerbeste Weg, sage ich jetzt mal. Zum Teil sind sie über die Jugendhilfe in Jugendwohngruppen dann integriert worden und haben da dann ihren Weg ja, gemacht. Zum Teil sind auch die Jungs verschwunden, sind in andere Länder gegangen. Also da gibt es auch die ganze Bandbreite. Okay, und aktuell ist deine Aufgabe jetzt? Ja, aktuell bin ich eigentlich in einem, sage ich jetzt mal, Projekt in dem präventiven Bereich. Also alles, was Familie angeht, sollen Angebote geschaffen werden, unter anderem auch Familienstützpunkte. Aufgrund unserer massiven Corona-Ausfälle im Amt und der Ukraine-Krise bin ich jetzt quasi vielseitig engagiert und eingesetzt. Genau, also zum Teil eben immer noch beim Jugendamt natürlich. Da wird jetzt auch geguckt, dass wir wieder Plätze bereithalten, falls unbegleitete minderjährige Flüchtlinge kommen. Das wäre ja dann auch wieder primär unsere Aufgabe. Genau, und immer noch ist auch die Aufgabe, wenn natürlich Kinder in den Hostels oder in den Turnhallen untergebracht sind, muss trotzdem immer das Jugendamt auch mitgucken, ist das Kindeswohl hier sichergestellt? Sind die begleitenden Personen auch wirklich fähig, ihr diese Kinder zu begleiten? Oft ist es ja auch so, dass Onkel, also in dem Fall jetzt eher Tante zum Beispiel, noch ein Kind mitgenommen hat. Das kommt durchaus auch vor und da muss man eben auch gucken. Über die Zeit, ja, wenn diese Menschen unter so viel Stress stehen und dann mal zur Ruhe kommen, kann es natürlich auch zu Konflikten kommen und dann kann es auch sein, dass mein Kind dann eben auch dann in Obhut genommen werden muss. Also diese Aufgaben bleiben dem Jugendamt. Genau. Und ich springe jetzt so hin und her zwischen dem Referat und dem Jugendamt und ja, bin mobil einsetzbar.
Ja, gut. Vielen Dank. Nochmal zurück zu Herrn Döhler. Was ist denn jetzt aktuell die größte Herausforderung? Ja, die größte Herausforderung. Also die größte Herausforderung liegt, glaube ich, jetzt momentan darin, sich darauf alle Möglichkeiten der Vorbereitung auszuschöpfen, um den Menschen dann hier ein schnelles Ankommen oder eine schnelle Unterbringung zu ermöglichen. Das würde ich jetzt in dieser akuten Situation auf jeden Fall als größte Herausforderung sehen, dass genügend Plätze da sind. Und wie ich ja gesagt habe, momentan scheinen wir ja ganz gut ausgestattet zu sein. Es gibt mehr freie Plätze. Es gibt freie Plätze. Es ist nicht alles voll bis oben hin belegt, aber es kann sich natürlich, je weiter der Krieg in der Ukraine nach Westen zieht, dann glaube ich, diese Lage des Zustroms wieder verschärfen und diese verschiedenen Szenarien eintreten, von denen ich vorhin gesprochen habe. Das ist tatsächlich die größte Herausforderung und vielleicht das hat auch mit der Unterbringung zu tun und das wird jetzt schon eine große Herausforderung, an der arbeiten wir ja auch schon. Es zeigt sich, wie schwierig das ist. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wo kommen denn diese Personen unter, wenn sie jetzt dann doch länger in der Stadt oder im Stadtgebiet bleiben. Weil wir können die natürlich jetzt monatelang in Turnhallen bleiben lassen. Also wir müssen uns überlegen, wie können wir dann Personen, die keine anderen Verwandten in Europa haben, die nicht zurückgehen können, in die Ukraine, aus welchem Grund auch immer, wie können wir die dann dauerhaft unterbringen? Da müssen wir uns jetzt Gedanken machen und es erweist sich eben schon als schwierig, weil es ist ja auch klar, allen Zuhörern und Ihnen wird es auch klar sein, dass der Wohnungsmarkt in der Metropolregion und auch in Fürth jetzt nicht besonders viele Lücken aufweist, um jetzt viele Menschen unterzubringen. Und da liegt, glaube ich, die Herausforderung, diese Anschlussunterbringung. Und wir wollen von Seiten der Stadt auch Kontakt mit denen aufnehmen, die jetzt privat jemanden untergebracht haben, weil ich glaube auch nicht, dass es eine zukunftsträchtige Idee sein kann, da Familien in der eigenen Wohnung oder mit dem Zimmer aufzunehmen, die werden ja jetzt auch nicht ein Jahr oder über Jahre mit in der Wohnung bleiben, auch wenn das jetzt eine kurzfristige große Hilfe war. Und das ist eigentlich, also Unterbringung, würde ich sagen, ist tatsächlich die größte Herausforderung, was jetzt Jugendhilfe hat Frau Kaiser ja schon gesagt. Und unser Schulsystem durch die Schulpflicht muss die Schüler aufnehmen, aber gerade in Fürth sehen wir das jetzt nicht als so großes Problem, weil wir haben viele Schüler mit Migrationshintergrund. Die Schulen wissen, wie es ist, wenn Schüler kommen, die die Sprache nicht sprechen, weil es immer schon Zuzug nach Fürth gab. Also ich würde eher sagen, Personen brauchen ein Dach über den Kopf und da müssen wir auf jeden Fall von Seiten der Stadt, weil wir ja unterbringen müssen und helfen müssen, viel daran arbeiten in den nächsten Monaten auch. Ja, also nochmal für alle Zuschauer, die 250 Flüchtlinge sind untergebracht, die haben Betten, die haben ein Dach über dem Kopf, die haben zu essen, es kommt ein Kellner und bringt den Menschen Essen, die haben Decken, es gab ganz viele Kleiderspenden. Da habe ich jetzt seitens der Stadt, ich habe mich natürlich auch ein bisschen informiert, gehört, bitte spendet keine Kleider mehr aktuell, fahrt die bitte nicht hin. Weder an die Jahnturnhalle noch an die HBS, also an die Hans-Böckler, noch ans Hostel. Es ist genug erstmal da und es muss jetzt erst sortiert werden. Wenn wieder was fällig ist, wird man das auch auf der Stadt Fürth-Seite lesen können. Es gibt eine extra Homepage für die Flüchtlinge, die heißt wie genau? Ja, das ist die Flüchtlingshilfe-Fürth.de. Da findet man auch alle Informationen, auch die Laufpläne auf Ukrainisch, Russisch, auch für Freiwillige oder Ehrenamtliche, die helfen wollen, gibt es da viele Informationen drauf. Und wir versuchen es auch immer dort zu bündeln und dann die aktuellen, ja, sei es Laufpläne oder Themen eben da kundzutun. Ja, da sind wir dann schon bei den Mitbürger und Bürgerinnen, die gerne helfen möchten. Ich selbst war anwesend am Dienstag in der Stadthalle abends. Was sollen denn die Helfer und Helferinnen beachten? Was ist der Stadt da wichtig? Weil es muss gebündelt werden, es muss eine Struktur geschaffen werden. Das ist die Stadt aktuell dabei. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was erzählen. Ja, also die Stadt ist dabei und dieses erste Treffen, von dem Sie berichtet haben, war ja schon sehr erfolgreich. Wir haben die verschiedenen Freiwilligen, die mit ihren besonderen Kompetenzen ja auch gekommen sind und mit ihren
Zielen, in welchen Bereichen sie helfen wollen, dann in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Das hat das Freiwilligenzentrum übernommen. Und da haben sich dann eben die Schwerpunkte der Tätigkeit, die jetzt im Rahmen von Flucht und Hilfe für Menschen in Unterkünften eben wichtig sind, rauskristallisiert. Und was wir brauchen als Stadt Fürth, damit das in gewissen Bahnen auch läuft und die Menschen in der Turnhalle eben dann die Angebote richtig wahrnehmen können, war jetzt zuerst und das dauert einfach ein bisschen, da müssen wir auch um Verständnis bitten, war zuerst jetzt eben die Ansprechpartner, Personen zu finden, die eben in diesen Einrichtungen so etwas wie eine Zuständigkeit haben, weil wir bei der Stadt Fürth jetzt da keine Einrichtungsleiter oder Einrichtungsmanager bereitstellen können aus unserem regulären Dienst in der Verwaltung. Also haben wir uns jetzt auf die Suche gemacht nach Personen, die dafür in Frage kommen und die sollen dann vor Ort schauen in den Unterkünften und die sind verschieden. Ein Hostel ist eine andere Art von Unterkunft wie eine Turnhalle. Die sollen dann vor Ort schauen, wie die Ehrenamtlichen eingebunden werden und eben den Kontakt zu den Ehrenamtlichen pflegen. Und das Beispiel Kinderbetreuung, Frau Wenning, ist, glaube ich, ganz gut dafür. Es gibt eine Gruppe an Ehrenamtlichen, eine ziemlich große, die würde gern eben Kinderbetreuungsangebote machen, in Anwesenheit der Eltern, damit da eben auch alles von der rechtlichen Seite und der Jugendhilfeseite gewährleistet ist und dann einfach die Kinder beschäftigen in diesen Einrichtungen. Und da muss es natürlich irgendjemanden geben, der überhaupt den Bedarf feststellt, der von in der Einrichtung ist, der sagt, okay, jetzt können mal welche vorbeikommen und jetzt kann man es mal ausprobieren und es sind so und so viele Kinder da in dem Alter, damit man sich auch vorher vorbereiten kann und dann auch mit dort ist und diese Personen, die Freiwilligen eben dann durch die Einrichtung führt und erklärt, was wo ist. Das sind halt einfach so Grundvoraussetzungen, weil also jemand, der helfen will und dann dorthin kommt, hat eben in dem Sinn keinen verantwortlichen Ansprechpartner. Natürlich gibt es da einen Sicherheitsdienst, in jeder Einrichtung sind 4 Sicherheitsleute, aber die haben da in dem Sinn keine Verantwortung für die Koordination der Ehrenamtlichen. Und ja, warum ist das so? Vielleicht auch noch, warum hat die Stadt Fürth jetzt diese Aufgabe, erstmal Personen zu suchen? Das liegt daran, dass wir eben in der Stadtverwaltung keine hauptamtlichen Kräfte haben und dass unsere Wohlfahrtsverbände, die zuständig sind, auch oder die sich damit auskennen, auch personell nicht so aufgestellt sind, was die Stunden und das Personal angeht, dass die jetzt einfach von einem Tag auf den anderen sagen können, ja, ich stelle jetzt einen Mitarbeiter in Teilzeit 5 Stunden pro Tag in diese Einrichtungen ab. Da gibt es eben einfach nicht genug Personal und ja, wer sich mit der Thematik schon mal genauer befasst hat, ist ja auch so, es gibt bloß 2 Dienste in Fürth, die dafür zuständig sind, nur Caritas und Arbeiter, Wohlfahrt, Kulturbrücke. Und die hatten auch vorher schon Probleme, die ganzen Fälle abzuarbeiten, zeitliche Probleme, die ihre Arbeit eben so zu machen, dass es nicht mit Terminen, die in 2 oder 3 Wochen Entfernung lagen, geleistet werden kann. Und in so einer Situation, wenn da 800, was weiß ich, wenn da 1000 Personen vielleicht in Fürth jetzt wohnhaft sind, die brauchen alle, oder sehr viele von denen brauchen irgendwie eine Art von Beratung, ja, dann sind diese Dienste auch überlastet. Und es dauert eben, bis man dann personelle Lösungen hat im öffentlichen Dienst. Das hat alles auch was mit Verantwortung zu tun, es hat natürlich auch was mit Verträgen zu tun. Man kann ja die Leute vom Fleck weg einstellen. Und ja, vor allem daran eben arbeiten wir, das wissen Sie ja. Ja, genau, also was ich auch mitbekommen habe, es werden Privatmenschen nicht reingelassen. Es muss den Bürgern bewusst sein. Sie haben es gerade erwähnt, es gibt Security. Diese Personen, die in diesen Unterkünften leben, haben natürlich auch in gewisser Weise ein Recht auf eine Privatsphäre. Und man kann nicht einfach Menschen rein und rauslassen, ohne dass man weiß, wer diese Menschen sind. Das heißt, ich sage es gleich mal, das habe ich heute eben so erfahren. Wer helfen möchte, möge sich bitte beim Freiwilligenzentrum Fürth melden, sagen, in welcher Gruppe. Also auf dieser Homepage kann man sich eine Gruppe aussuchen. Dolmetscher, wenn man dolmetschen kann, Gesundheit, Ämtergänge, eben Spielen für Kinder, was auch immer. Es gibt so verschiedene Unterrubriken, die weiß ich jetzt nicht alle auswendig. Kann man im Freiwilligenzentrum vorbeigehen, sich melden, dann kriegt man auch einen Ausweis.
Eine gelbe Weste habe ich heute bekommen. Und dann kann man auch, dann darf man in diese Unterkunft auch rein, muss man sich an der Security auch eintragen, dass man einen Über also dass die Stadt auch einen Überblick hat, die ist verantwortlich für diese Menschen, dass denen nichts passiert. Und Sie haben angesprochen, jedes dieser Unterkünfte wird für 5 Stunden pro Tag ungefähr jemanden dort sitzen haben, so eine Art kleines Minibüro bekommen die, habe ich gehört. Und die werden dann den Bedarf der Menschen dort ausfindig machen, sich das anhören mit einem Dolmetscher eben und können das dann auch weitergeben an das Freiwilligenzentrum, was dann der Bedarf eben der Leute da ist. Diese Struktur gibt es jetzt dann ab nächster Woche. Die ist eben jetzt eingerichtet worden und Ärzte sind wohl auch da. Also die nächsten 2 Wochen kommen Ärzte vorbei. Weil wir müssen natürlich, das muss man auch wissen, es muss ja natürlich die eigenen Bürger auch geschützt werden, Corona und so weiter. Also, dass die untersucht werden und so weiter und so fort. Oder die, wie man weiß, also wenn man halt viel unterwegs ist, gerade es war ja sehr kalt in der Ukraine, die waren oft stundenlang draußen. Und jetzt, wo die Anspannung vielleicht ein bisschen abfällt, ist der ein oder andere doch, also mit einer ganz normalen Erkältung und auch die Kinder krank, da kommen, also es sind auch versorgt, da kommen die Ärzte jetzt hin mit Dolmetscher und regeln das die nächsten 2 Wochen. Ich glaube, es ist jetzt auch angedacht oder es sind alle fast gemeldet durch dieses vereinfachte Formular, was ich gehört habe am Dienstag bei der Stadt Fürth, dass es vereinfachte Formulare gibt und soweit ich die Information habe, sind fast alle schon angemeldet. Die kriegen dann zu Kranken, wie heißen? Krankenschein, einen Krankenschein, Und dann können die ihren Arzt selbst aussuchen, wenn sie das möchten. Natürlich habe ich auch schon mitbekommen, dass viele Frauen sich gar nicht raustrauen aus der Unterkunft, weil man muss wissen, die haben ja ganz andere Buchstaben. Das heißt, sie können gar nichts lesen bei uns. Und da werden sicher Mitbürger und Bürgerinnen helfen können, dann, wenn die Strukturen stehen. Wie gesagt, einfach anmelden beim Freiwilligenzentrum. Und die regeln das dann und genau, und die regeln auch die Dolmetscher. Ja, wollen Sie vielleicht noch was sagen abschließend? Ja, abschließend, ich finde es sehr gut, dass Sie das angesprochen haben. Also es soll kein falscher Eindruck entstehen. Wir sind total dankbar für jeden Ehrenamtlichen, der kommt. Aber es ist eben so, dass dieser Eifer auch zur Überlastung von den Personen eben führen kann, die in diesen Unterkünften sind. Und die Verständigung ist noch schwierig. Wir wissen nicht genau, was die brauchen. Und die Security war eben auch am Anfang so, die wollen natürlich jetzt auch keinen Ärger oder Menschen da jetzt stark bremsen oder zurückweisen. Deswegen ist es uns schon ein Anliegen, deutlich zu machen, es muss eine Art von Zugangsbeschränkung geben, wie Sie gesagt haben. Es geht um Privatsphäre, es geht um Menschen, die sind in einer schwierigen Situation, die sind mit ihrer Familie und kleinen Kindern da, die sind auf Betten in einer Halle. Da gibt es keinen Vorhang, den man zuziehen kann, um zu sagen, nö, ich will jetzt nicht, ich habe kein Interesse an Hilfe. Ja, also das ist uns eben sehr wichtig, das zu betonen, das ist keine Gängelung oder so. Es muss in dem Sinn einfach eine Art von Zugang geben, damit man weiß, wer kommt und welche Angebote sind damit verbunden. Ja, also ich glaube, Sie haben alles sehr treffend zusammengefasst, Frau Wenning. Ich kann von unserer Seite, von Seiten der Stadt Fürth sagen, wir haben alles gemacht in den letzten Wochen. Wir wollen, dass die Menschen gut untergebracht sind. Wir haben alles nachgesteuert, was am Anfang an Schwierigkeiten da ist. Aber es ist eine andere Gruppe, das vielleicht einfach noch zum Schluss. Sie haben es vorhin mal kurz angedeutet. Diese Personen dürfen sich in Europa frei bewegen. Die dürfen jederzeit diese Unterkünfte verlassen. Das dürften eigentlich grundsätzlich sehr viele Asylbewerber, aber in der damaligen Situation war es eben nicht so, dass die sich frei bewegen dürften. Die mussten im Stadtgebiet Fürth bleiben. Die dürften natürlich aus der Unterkunft raus, die Syrer, Iraner und wer da alles war. Aber die dürften das Stadtgebiet Fürth nicht verlassen. Das ist die sogenannte Residenzpflicht. Die entfällt für die Menschen aus der Ukraine. Die dürfen sich absolut frei bewegen in Deutschland und in Europa. Die dürfen Grenzen übertreten ohne irgendwelche Schwierigkeiten oder Visa-Anträge. Das Einzige, was sie machen müssen, ist genauso wie wenn wir auswandern würden nach Mallorca. Wir müssen uns halt anmelden, dass wir da sind. Das ist alles. Und das müssen die Ukrainer auch. Und dann kriegen sie alle Leistungen, die der Staat eben hat. Und das ist eine Schwierigkeit, weil wir immer noch
Personen haben, die einfach über Nacht verschwinden aus den Unterkünften. Dann müssen wir am nächsten Tag sozusagen zählen, wie viele sind noch da, und dann müssen wir wieder neue Plätze melden. Sowas hat es in der Vergangenheit einfach noch nie gegeben im Kontext von Asyl oder Aufnahme von Flüchtlingen, Wirtschaftsflüchtlingen oder Kriegsflüchtlingen. Das hat es noch nie gegeben. Und das, glaube ich, ist schon eine besondere Herausforderung, und es wird auch eine besondere Herausforderung für die Ehrenamtlichen sein, weil die Kontinuität und Anwesenheit der Personen dann vor Ort gegebenenfalls gar nicht so ist, wie man sich das vorstellt. Und am einen Tag ist man dort, macht was und denkt, man kann am nächsten Tag weitermachen, vielleicht mit dem Deutschunterricht weitermachen und den nächsten deutschen Buchstaben dazulernen, und dann sind die Personen weg und müssen sich eben nicht mal abmelden. Die müssen sich nicht abmelden, wenn sie weggehen. Die können einfach so gehen. Und ja, ich glaube, das wird uns alle noch beschäftigen, auch wenn es dann darum geht, um die langfristige Unterbringung und auch um die Frage von Mietverträgen, die dann gegebenenfalls unterschrieben werden. Da stellen wir uns einfach auf eine ganz neue Situation ein. Da hatte ich gleich noch was, ist mir eingefallen. Die dürfen oder haben ja zum Teil ihre Haustiere mitgebracht. Ja. Das ist auch ein großes Problem noch, oder hat Ja, sich das ja. mittlerweile geklärt? Wir sind für unsere Unterkünfte, ja, Sie sprechen da was an, also das beschäftigt mich jetzt auch schon seit sehr langer Zeit. Wir haben in Fürth noch dieses Problem noch nicht, aber da bringen eben in anderen Städten, wissen wir es ja, die bringen Papageienkäfige mit, die bringen Katzen mit, die bringen Meerschweinchen mit und Hasen, also und Hunde natürlich, und das war in der Vergangenheit auch nie so. Also das lag vielleicht auch an der Zusammensetzung und den Herkunftsländern und der Reisezeit, die eben damals länger war und nicht innerhalb von Europa verlaufen ist oder von ganz knapp an der Grenze von Europa nach Deutschland mit nicht 4 Kilometern Entfernung, dass diese Personen früher keine Haustiere dabei hatten, aber jetzt haben sie die dabei. Und ich meine, es können sich alle vorstellen, es ist jetzt nicht für jeden angenehm, in der Turnhalle zu schlafen und der Nachbar hat einen Hund dabei. Also da geht es um Allergien, da geht es um Geruchsbelästigung, da geht es gegebenenfalls um Lautstärke, um Angst vor Tieren. Und da haben wir in Fürth einfach bisher das Glück, dass wir diesen Fall noch nicht hatten. Aber ich muss ehrlich sagen, in den nächsten Unterkünften, die wir angehen, müssen wir uns da Lösungen überlegen, wie wir da die Haustiere unterbringen. Es gibt schon Haustierpaten bei verschiedenen Verbänden. Wir wollen auch eher in Richtung Haustierpaten gehen und sagen, Leute, Bürger aus Fürth haben sich auch schon welche gemeldet, würden eben Tiere als Paten aufnehmen, solange die Personen in der Unterkunft sind. Ja, werden wir sehen, ob das dann klappt. Aber ich möchte einfach nochmal betonen, diese Personen sind nicht verpflichtet, uns ihre Haustiere auszuhändigen. Und ich möchte nicht derjenige sein, der verantwortlich dafür ist, dass das Veterinäramt in der Turnhalle geht und den Hund mitnimmt. Also da müssen wir irgendwelche Lösungen finden, die wir den Personen auch verständlich machen, dass es nicht möglich ist, den Hund oder die Katze oder so da dauerhaft bei sich zu behalten. Das, ja, aber da. Auch jetzt immer noch, fast einen Monat später, und auch, wir beschäftigen uns bestimmt schon 3 Wochen damit. Ja, muss ich ehrlich sein, wir haben da noch kein Konzept, wenn Sie mich fragen, wie gehen wir mit den Haustieren um. Wir haben einfach nur Glück, dass wir in Fürth noch keine hatten. Okay, die Kinder sind zum Teil schon in der Schule. Also weiß man denn schon ein bisschen was über die Struktur, welche Altersklassen jetzt überhaupt mitgekommen sind? Also von Das ist bis? total. Also Ja, bis total 18 natürlich, unterschiedlich. weil ab 18 müssen sie ja Ja. dort, also vor allem die Männer dort bleiben. Okay, von Ja. bis. Die sind in Auffangklasse oder wie nennt man die, Willkommensklassen Mhm. untergebracht. Genau. Ja. Ja, man versucht die natürlich schon nach Alterskohorten zuzuordnen, den jeweiligen Schularten. Manchmal aber auch, wenn sie jetzt aus Unterkünften kommen, dann an die nächstmögliche Sprengelschule zu bringen. Ja, also die Frauenschule ist ja eine Schule, die sowieso sehr stark in dem Bereich Deutsch als Zweitsprache ist. Die haben dann angefangen mit den ersten Grundschülern. In der Mittelschule oder Seeling gibt es eben die hatten ja auch schon Deutschklassen oder Deutschland. Das war ja meine alte Schule, da war ich als Lehrer selbst in solchen Klassen tätig. Also die haben die Schüler jetzt in diese Klassen aufgenommen, die es ja sowieso gibt. Und auch an den Gymnasien und auch zum Beispiel an der Hans-Böckler-Schule wird es jetzt solche Klassen geben, in denen die Schüler eben ankommen, wieder in den Schulalltag in irgendeiner Weise zurückfinden können. Und ja, aber die sind natürlich erstmal jahrgangsübergreifend da drin. Also so viele sind noch nicht da, die sind halt dann von 5 bis 7 und dann von 7 bis 9 von den Jahrgangsstufen jetzt an den weiterführenden Schulen zugeordnet.
Aber es wird sich eben dann zeigen, je mehr kommen, umso mehr muss man dann eben differenzieren und die in altershomogenen Lerngruppen zusammenbringen. Möchtest du noch was sagen? Abschließend? Ja, also vielleicht kann man sagen, jetzt einfach aus der Referats- oder Ämtersicht, also wir bemühen uns wirklich alle sehr. Ich glaube, da kann mein Chef auch ein Wörtchen Ja, mitreden. sicher. Wir sind auch menschlich mit dabei. Natürlich muss die Stadt auch, ne, wir sind, Sie haben es ja schon gesagt, wir warten auch auf Genehmigungen von wiederum der Regierung oder ja, es gibt Vorschriften, es gibt Kontingente zu erfüllen. Aber trotzdem ist jeder wirklich mit dem Herzen dabei und da können wir einfach nur immer um Verständnis bitten. Wir bemühen uns. Und tatsächlich sind wirklich die Ehrenamtlichen sehr, sehr wichtig. Wir sehen es ja, 500 Menschen sind eigentlich bei Ehrenamtlichen, Verwandten, Bekannten, Freunden untergekommen. Also das ist wirklich großartig. Und wie gesagt, ein bisschen Geduld und dann kann wirklich auch jeder helfen und seinen Teil dazu beitragen. Wäre jetzt mein Schlusswort. Ja, danke, Frau Kaiser. Dann möchte ich mich bei beiden bedanken. Vielen Dank. Natürlich auch vielen Dank fürs Zuschauen bei unserem Talk am Mittwoch. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bleiben Sie gesund. Wir haben auf unserer Seite unten noch eine Umfrage. Die dürfen Sie gerne ausfüllen. Es ist auch ein Spendenhinweis auf der Homepage, wo Sie für die Flüchtlinge spenden können. Also es ist ein Spendenkonto der Stadt Fürth, ganz offiziell. Und wer beim Talk am Mittwoch eingeladen werden möchte, kann auch sich anmelden. Dann kriegt er automatisch einmal im Monat die Nachricht, wer Gast ist und wann der nächste Talk am Mittwoch stattfindet. Ich bedanke mich bei allen. Vielen Dank auch bei Delta Veranstaltungstechnik. Vielen, vielen Dank in die Regie. Heute war es ein richtig mit vielen Kameras, also ganz anders wie die anderen Male. Vielen, vielen Dank. Und jetzt entlasse ich Sie beide. Euch beide, ich Sie beide in den Feierabend. Ja. Vielen, vielen Jo, Dank. danke. Ja, danke für die Einladung. Tschüss. Tschüss.